Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermisst. Alice? Ah! Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Folge 2. Besessen. New York, 3 Jahre zuvor. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen. Der wärmt dich auf. Ja, das Wetter sieht nicht gut aus. Ein Schneesturm in New York und wir sind hier wohl in der Wohnung von Alan Wake. In seiner Heimatstadt. 3 Jahre vor den Geschehnissen in Bright Falls. Und hier ist es doch ganz nett. Hey, Liebling. Das wird eine lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Unsere Freundin Alice scheint also eine Fotografin zu sein. Und das sind hier wohl Fotos für das Buch von Alan Wake, das neue. So wie ich das sehe. Gucken wir doch mal, wo die Küche ist. Das ist sein Arbeitszimmer wahrscheinlich. Können wir hier irgendwas machen? Eine weitere Manuskriptseite. Die lesen wir mal. Sudden Stop. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Okay. Was haben wir dann noch? Da hatten wir noch eine weitere Manuskriptseite. Jetzt hier für Folge 2 besessen. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Das ist wahrscheinlich ein Buch, das Alan Wake schon vorher geschrieben hat. The Sudden Stop, das ist ja auch rausgekommen. Sein berühmtes Werk. Und da haben wir einige andere Bücher, die er schon geschrieben hat, offensichtlich. Nun gut, dann wollen wir mal die Kaffeemaschine einschalten. Erstmal müssen wir natürlich die Küche finden. Ah, da vorne ist sie ja. Dann machen wir uns mal ein Käffchen. Ich trinke ja selber kein Käffchen. Das Thema hatten wir ja schon mal bei Heavy Rain mit dem Kaffee und so. Kaffee läuft! Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. So, dann gehen wir nochmal zu Alice. Ein Schneesturm fegt über New York. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Oh la la. Was ging denn da letzte Nacht? Die sehen super aus. Oh klar, bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan? Alan, bitte überprüf mal den Sicherungskasten. Ich bin hier.
Schon dabei, Schatz. Beeil dich. Ich bin hier, Süße. Ich bin okay. Mach nur das Licht wieder an. Jetzt, bitte. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge. Wir holen die Kerzen raus. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Der Klicker sorgt für Romantik. Bright Falls, heute. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen sich andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sheriff Breaker wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. So, und jetzt sollen wir mit Sarah sprechen. Dem Sheriff dieser kleinen Stadt Bright Falls, in der irgendwas vor sich geht, was wir noch nicht so ganz deuten können. Und Ellen hat beschlossen, diesen Gedächtnisverlust erstmal für sich zu behalten. Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein, Deputy Grant. Die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Gut. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Miss Weaver, die kennen wir. Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Sehr interessant. Ob Mrs. Weaver da was weiß, was wir nicht wissen? Und Licht und Dunkelheit, damit kennen wir uns ja mittlerweile auch aus. Wo ist denn Sarah? Hier im Meeting Room, da kommen wir ja her. Schauen wir uns hier noch ein wenig um beim Polizeirevier. Was haben wir denn da? Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmale. Gewinnt gern Wettbewerbe. Haben wir nicht gesehen. Kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Und die hier? Vermisst Richard Ball, Bruce Dansky und Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-9932.
Vielen Dank. Ah, und das scheint das Büro von Sarah Breaker zu sein, dem Sheriff. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Ein Sicherungskasten. Dann gehen wir da doch mal rein. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Dankeschön. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood-Nationalpark, am Lover's Peak, um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Ignorieren Sie Walter einfach. Er ist einer unserer Stammgäste. Hey. Ich dachte, er wäre endlich trocken. Hey, Sie! Hey, können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Es muss hier drin hell sein. Oh, Backe. Wer zur Hölle war das? Hey, können Sie mir helfen? Nein, im Moment können wir dir nicht helfen. Wer zur Hölle war das, der uns da gerade angerufen hat? Wer hat Alice? Wir sollen der Polizei nichts sagen, keine Hinweise geben. Vielleicht kann uns die nächste Manuskriptseite weiterhelfen. Das Dunkel im Diner. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Okay. Können Sie das Licht einschalten? Jetzt schnell zum Hinterhof. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Haben wir hier denn erstmal noch was? Da vorne sehe ich doch noch was. Ein Radio und eine Thermosflasche. Dem Radio lauschen wir mal, da könnte es ja immer Hinweise geben. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Das Hirschfest ist hier in aller Munde. Da vorne ist die Schrottmühle. Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Wahrscheinlich müssen wir dafür hier rüber. Und hier ist das Loch im Zaun. Praktisch. Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Aber das ist doch nicht nur eine normale Entführung. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Wir sollten mal die Manuskriptseite lesen, die nächste. Wake beim Lover's Peak. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank.
Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Wieder wohl ein kleiner Ausblick in unsere nahe Zukunft. Okay, dann verlassen wir jetzt mal die Polizeiwache. Wieder durch den durchgeschnittenen Zaun, hier rüber. Wir müssen Alice retten. Und wir können nicht mit der Polizei reden. Sonst bringen die unsere Frau vielleicht um. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Was zur Hölle?